Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Von mir gibt es ein Favoritenvideo. Ja, ich musste gerade hier was swatchen. Ich habe eine ganze Menge, was mir diesen Monat einfach aufgefallen ist, werde ich euch einfach zeigen. Ich werde mich nicht so allzu sehr aufhalten, sage ich mal. Wir fangen mal an, nicht so mit Pflege und sowas, ja, so random. Und dann kommt dekorative Kosmetik, was ich gut fand und was weniger gut war. Super, super, super gerne habe ich die Nivea Glow Cream benutzt. Ich werde definitiv mir ein, zwei Backups holen, weil ich die echt gut finde und ich Angst habe, dass Nivea so blöd ist und die rausnimmt. Die sieht so aus, ich hatte euch das schon im Aufgebraucht-Video gezeigt. Ich behalte das Döschen, weil ich es echt schön finde. Habe so die Etiketten abgemacht und wollte euch das einfach zeigen, dass ich sie gut fand. Und ich finde das Döschen schön. Ich würde da irgendwas anderes reinfüllen, wenn ich irgendwas so halb leer oder irgendwie sowas, eine Foundation kommt dann raus, ne? Kann man immer mal wieder benutzen, also so Döschen. Dann den ganzen Monat habe ich eigentlich hier die Vita Yes Cream benutzt. Ich muss sagen, für mich ein Flop. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon letzten Monat gesagt habe, aber ich glaube nicht. Ich hatte das schon mal gesagt gehabt in meinen Schminkkörbchen, glaube ich. Das war das. Für mich ist das keine Anti-Aging-Cream. Ich finde die zu trocken für Anti-Aging. Ich brauche noch kein Anti-Aging, aber es ist für mich eine Tagespflege, die sehr trocken ist. Also ich habe das sogar das Gefühl, die trocknet einen Ticken mehr aus meiner Haut oder ich müsste mich danach direkt eincremen. Deswegen für mich ein Flop und leider werde ich sie aufbrauchen und dann vielleicht im Sommer benutzen, weil jetzt ist sie mir noch, jetzt muss ich mich zweimal damit eincremen. Wisst ihr, was ich meine? Weil es mir einfach nicht reichhaltig genug ist. Ich creme mich ein, will Foundation drauf machen, habe aber das Gefühl, oh je, mein Gesicht ist irgendwie so trocken, ich müsste mich nochmal eincremen. Deswegen no. Dann habe ich dasselbe hier. Ich mag diese Serie gar nicht. Es tut mir echt leid, aber ja, was soll man da machen? Ich gucke gerade, wie viel ich aufgebraucht habe. Wenn ich so gegen das Licht halte, ist das ungefähr bis hier leer. Also es pumpt so hoch. Ja, es ist beppig, so für den Alltag okay, würde ich sagen, aber es braucht sehr, es ist so eine Gelform und ich finde sie brennt ab und zu mal, ab und zu nicht. Also das heißt, wenn ich mich abgeschminkt habe, brennt sie hier ist mein empfindlichster Bereich meines Gesichtes sozusagen und da brennt das, also zwischen Auge und Wange, da fängt es dann an zu brennen und sie bebt ganz, ganz lange. Also vielleicht ist es auch ganz gut wegen dem Concealer und sowas, dann hält das auch. Der Geruch ist ganz angenehm, das muss man schon sagen. Es riecht ganz, ganz lecker, so fruchtig nach irgendwie, aber nicht zu aufdringlich. Und auch die Konsistenz ist in Ordnung, ist eine leichte, ja, Augenserum. Ich weiß nicht, für mich für den Abend nicht reichhaltig genug, für den Morgen irgendwie zu beppig. Keine Ahnung, wird auch aufgebraucht von mir, aber nicht mehr nachgekauft. Genau, das. Dann habe ich hier diesen Duft. Diesen Duft, der ist von Laris. Das ist Issey, das hier. Ich wollte keine 100 Euro ausgeben, wollte den ausprobieren und ich sehe, ich habe eine ganze Menge aufgebraucht. Ich würde so sagen 10 Milliliter, nee, Quatsch. 5 Milliliter oder so, wenn das 50 sind. Also schon eine ganze Menge. Ich sprühe das super gerne tagsüber auf und auch abends. Also ich merke, so eine richtige Review würde ich erst geben, wenn ich das noch einen weiteren Monat ausgetestet habe, weil ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich nochmal bestellen würde oder nicht. Zumal, ja, keine Ahnung. Deswegen würde ich einfach nur diesen Duft-Zwilling gut finden, also weil das eben dieser Duft hier ist von Issey Mackay oder sowas, ist so ein Modedesigner, habe ich mal gegoogelt gehabt, glaube ich. Ich hoffe, ich erzähle euch jetzt nichts Blödes, aber das ist ein absoluter Favoritenduft. Ich liebe dieses babypudrige, frische Mama, irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Riecht das unheimlich gut. Dann habe ich Nivea-Tücher, Micellenreinigungstücher. Leider brennen die bei mir. Ich würde als nächstes die BB-Reinigungstücher einfach austesten. Ich finde, die reinigen zwar gut, also das Make-up kommt gut runter.
Der Verschluss ist auch gut, dass es dicht hält, aber für mich ein Flop, weil es eben anfängt zu brennen und ich mir nie sicher bin, ob ich davon so ausgetrocknete Haut kriege. Ich weiß, dass die nicht so gut sind, aber wenn man so faul ist, ans Waschbecken zu gehen, ja, und richtige Grundreinigung zu machen und zuerst den groben Dreck wegmacht, dann lieber das und dann ins Waschbecken schnell runter den Schlodder, bevor man sich gar nicht abschminkt, ne? Was mir auch ab und zu mal eben passiert. Dann habe ich noch einen Nagellackverdünner. Leute, ich habe meinen Nagellack aktivieren können damit. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ich habe den bei eBay oder bei Amazon gekauft. Keine Ahnung, ND Law 24 oder sowas. Stinknormaler 100 ml Flakon. Ich habe das umgefüllt in ein kleines Fläschchen, wo ich das einfach ja, besser dosieren kann als mit diesem Teil hier. Weil wenn ich das in den Nagellack reinmache. Und das stinkt so dermaßen, das ist, da kommt der Kreislauf entgegen. Muss das auch gleich hochstellen, wegen Sohnemann, ihr wisst. Dann habe ich, ja, noch eine Sonnenmilch. Ich liebe dieses Ding. Ich hoffe, ich teste die vom DM aus. Ich werde in den DM irgendwann mal nächsten Monat gehen und werde mir zwei Sachen kaufen. Einmal eine Zahnbürste brauche ich unbedingt und Sonnenschutz für die Kinder und für mich. Fürs Gesicht, ich werde noch eine austesten, denn da ist nicht mehr viel drin und ich finde das sehr, sehr schade und werde mir die Nivea Glow Cream nochmal nachkaufen. Ansonsten brauche ich erstmal im DM gar nichts zu kaufen, denn ich habe genug. Ja, ich habe es auch mal gesehen, dass ich genug habe. Haben wir noch irgend so ein random? Ja, dann habe ich einmal falsche Wimpern und zwar diese Mink 3D Hair. Die kann ich euch absolut ans Herz legen, denn bei Amazon kosten sie um die 3 Euro. Man kriegt richtig geilen Look hin. Die sind wirklich richtig flauschig, richtig cool. Für so extrem und vagante Looks, extravagante Looks, liebe ich diese falschen Wimpern und ich würde keine 20 Euro für Wimpern ausgeben. Ist mir einfach zu teuer. Wenn ich eine Foundation für 20 Euro hole, ist es was anderes, weil ich irgendwas davon habe. Ja, ich kann sie benutzen und bin glücklich und es macht mich glücklich. Wimpern sind für mich, es kann mir sofort kaputt gehen, ne? Also ich hole das Ding raus und reiße das Bändchen und dann ärgere ich mich zu Tode. Deswegen würde ich für Wimpern nicht so viel Geld investieren. Im Moment bin ich einfach nicht bereit, so viel Geld für Wimpern zu investieren. Dann wollte ich nochmal diese Schwämme in Erwägung ziehen. Ich liebe diese Schwämme. Das ist von Amber, keine Ahnung. Auf jeden Fall liebe ich die. Die sind super. Und welche ich euch auch ans Herz legen kann, ich kann sie nur nicht finden. Ich glaube, ich habe sie in der Reinigung. Sind die von Ebelin. Die neuen von Ebelin finde ich richtig klasse. Also wirklich würde ich jetzt nicht bei Amazon bestellen können. Aus was für einem Grund auch immer. Gibt ja immer irgendwas. Vielleicht mag man keine Online-Bestellung oder sonst was. Latscht in den DM und holt es euch für 2,95 €. Absolute Empfehlung. Die hier sind ein Ticken günstiger, glaube ich. Ihr bekommt 6 Stück und die sind ein bisschen flauschiger. Also sogar ein bisschen weicher als der Beauty Blender. Und ich liebe die. Das ist jetzt getrocknet und das ist jetzt feucht, weil ich den gerade benutzt habe. Dann kommen wir zum Primer. Ja. Primer habe ich einen diesen Monat super gerne benutzt und zwar ist es der hier, der You Better Workproof Primer. Habe ich euch eigentlich gesagt, dass es April-Favoriten sind? Ich weiß es nicht mehr. April-Favoriten auf jeden Fall. Den hier, den kann ich euch ans Herz legen. Ich finde, der macht seinen Job gut. Er schafft eine Grundlage, wo die Foundation ja, etwas länger hält, vielleicht auch geebneter aussieht und ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie so schwitzfest ist, aber ich merke einen Unterschied, ob ich ihn benutze oder nicht. Ich finde, die Haut sieht auch nicht so fahl aus. Die Haut, es macht irgendwas, was ich euch aber nicht sagen kann, was es genau macht. Also ich finde mein Hautbild einfach schöner. Es kriecht weniger in diese Rillen rein. Ja, ist einfach ein cooles Teil hier. Kann ich euch absolut ans Herz legen und passt super zu meinem Nagellack. Was will man mehr? Dann habe ich noch für euch einen Nagellack. Nagellack habe ich 3 Stück an der Zahl super gerne benutzt. Zum einen ist mir dieser Catrice ins Herz geschossen sofort. Meine Freundin hat mir den letztes Jahr gescreenshottet und hat mir den oder halt fotografiert, dass sie den zu Weihnachten drauf hatte. Und ich habe das jetzt letzten Monat, glaube ich, in meinem letzten DM-Haul euch gezeigt. Das ist die Farbe 54 All That Glitters
von, ich glaube, All That Glitters is Gold von Catrice, wunderschön. Der lässt sich sogar gut ablackieren, also mit einem acetonhaltigen Nagellack fand ich den ganz gut, dass er abging. Die Farbe fand ich super schön. Das ist so ein Roségold, aber nicht zu aufdringlich, sondern so ein schlichtes. Das könnte ich mir vorstellen, zu einer Hochzeit zu tragen oder wenn man schick essen geht. Ja, man hat was drauf, aber es ist so unscheinbar und sieht wunderschön aus. Also den feiere ich wirklich sehr. Dann habe ich auch ein Essence, so einen alten Schatz hier wieder entdeckt. Den kram ich immer wieder im Sommer aus. Ich finde, der lässt sich in zwei Schichten perfekt drauf lackieren. Und ich muss sagen, das ist ja eine Reihe, die rausgegangen ist, leider Gottes, was ich überhaupt nicht verstehen kann, denn ich fand die richtig gut. Ich habe sie alle gekauft, weil ich sie alle gut finde und ich bin froh, dass ich ein Backup habe. Das ist jetzt so ein, den möchte ich jetzt aufbrauchen, weil ich eben noch einen davon habe. Würde es aber den nochmal geben, würde ich den definitiv nachkaufen. So, weiter geht's dann mit Nagellack, genau. Und den ich drauf habe, den feiere ich auch gerade. Für den Frühling und Sommer werde ich den ganz, ganz oft benutzen, bis er leer ist. Und eventuell, wenn es den nochmal gibt von Trended Up in dieser kleinen Variante, in der 210. Ich liebe den, der ist jetzt schon die dritte oder vierte Woche sogar, dritte Woche drauf. Und ich mag den, ich feiere den wirklich sehr. Und kann ihn absolut empfehlen. Es ist auch ein kleines Fläschchen, kann man gut mal benutzen. Und wenn es eine Farbe ist, die man nicht so sehr mag, dann kann man das tatsächlich aufbrauchen mit 6 Milliliter. Ich würde ihn mir allerdings auch mit 10 Milliliter kaufen, weil ich ihn einfach so cool finde. Er macht so ein Bam in your face. Bam, bam, bam. Dann habe ich zwei Favoriten von Nagellack technisch noch. Dann habe ich diesen absolut New York Unterlack hier. Das ist eigentlich ein. Ja, keine Ahnung. Für mich ist das ein Unterlack. Ich benutze den gerade als Unterlack. Der ist sehr, sehr flüssig. Aber er trocknet sehr schnell, was cool ist. Und er macht so eine kleine ebene Schicht, dass der Nagellack, der da drauf folgt, einfach schöner sitzt. Und als Topcoat derzeitig benutze ich das hier. Das ist auch cool. Macht einen richtig schönen Glanz. Und trocknet auch schnell. Also das kann ich euch auch ans Herz legen, wenn ihr so ein bisschen dickeren Nagelschicht mögt. Also so ein bisschen wie so ein Gel-Look ähnlich. Ja, genau. Die zwei benutze ich diesen Monat derzeitig, bis sie einfach aufgebraucht sind. Immer wieder. Dann habe ich ein bisschen für die Lippen was. Oder kommen wir noch zu zwei Tools, die ich euch noch nicht vorgestellt habe. Zum einen den Ebeling Kabuki, den kann ich euch super empfehlen, um einfach Pigment ins Gesicht reinzupressen. Also wenn ihr richtig ultra matt sein wollt, schön reintupfen, ne? Schön verblenden. Bronzer oder sowas würde ich damit jetzt nicht auftragen, außer es ist ein ganz, ganz leichter Bronzer. Ansonsten wird das sehr, sehr fleckig, weil der sehr, sehr fest gebunden ist. Aber er liegt super in der Hand, super fluffig. Und sieht einfach schick aus, ne? Und für 4 Euro, glaube ich, hat er gekostet oder 3. Absolute Empfehlung. Schaut euch das Ding mal hier an, ne? Also wirklich toll. Also man kann wirklich gut damit arbeiten. Das hier ist so ein kleiner, ja, einfach ein normaler Puderpinsel in klein. Ich würde nicht mal so sagen Kabuki, sondern eher doch ein Puderpinsel, den ich auch sehr feiere. Und den letzten Pinsel, den ich jetzt in vierfacher Ausführung habe, weil ich ihn einfach spitzenmäßig finde. Morphe M506. So sieht er aus. Das ist so ein kleiner Lidschattenpinsel. Heute zum Beispiel habe ich in der Crease gearbeitet und am hinteren Wimpernkranz und am unteren Wimpernkranz, weil der so ultra klein ist, ne? Der ist so klein. Ich zeige euch mal den 228 daneben von Zoeva. Da sieht man ganz, ganz deutlich den Unterschied. Und ja. Ich feiere den, wenn der noch weiße Borsten hätte. Ich würde den absolut in zehnfacher Ausführung kaufen. Und dann kommen wir mal zu den Gesichtsprodukten. Ist es so ein bisschen gemischt? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Foundation-technisch hat mich überrascht, diese 11. Ihr seht, die ist fast leer. Also, das ist, ja, da ist wirklich nicht mehr viel drin. Ich kann euch das anhand des Pumpkopfes mal zeigen. Da ist nur noch dieses kleine Stück hier drinne. Ich kriege das jetzt schon mittlerweile sehr, sehr spärlich da raus. Ich muss sagen, ich habe hier die Farbnummer Porcelain. Passt perfekt. Macht ein wunderschönes Finish. Der Geruch ist abartig ekelhaft.
Der Geruch riecht nach Gummireifen und Plastik und abgestorbene Gummizellen und weiß was ich. Also richtig fürchterlich. Und jeder Pinsel, den ich benutze, riecht nach dieser Lackfarbe und wirklich, also richtig in Chemie pur. Aber das Finish ist wirklich schön. Ich würde sie mir nicht nachkaufen wegen dem Geruch, aber ich finde das Hautbild wunderschön. Wunderschön, wunderschön. Und ich würde traurig sein, wenn sie leer ist. Schade, dass der Geruch so ekelhaft ist. Dann habe ich noch ein Gesichtsprodukt, also noch ein paar. Dann haben wir das hier. Das hier macht total den schönen, ja, total das schöne Finish, finde ich. Es macht so, es verschmilzt so mit der Haut. Ich würde nicht sagen, es macht zu arg Glow. Ich würde halt aufpassen, nicht in der T-Zone damit zu sprühen. Also wirklich nur hier, so im Wangenbereich. Es riecht so ein bisschen nach irgendwas Süßen. Ich mag das. Ich mag das Packaging. Ich werde traurig sein, wenn es leer ist. Ich werde auf jeden Fall die Sprühflasche behalten. Und ich würde schon sagen, dass das eher so ein glowiges Produkt ist. Denn es macht irgendwie so ein. Es hat nichts im Produkt drin. Also wenn ich es drauf sprühe, ist es nicht glowig. Aber ich glaube, da ist ein großer Inhalt Stoff Glycerin drin. Und deswegen macht es das. Ja. Irgendwie was her. Ich habe keine Ahnung, hier stehen leider keine Inhaltsstoffe drauf, aber es macht irgendwie so ein, ja, so wie so ein cremiges Finish auf dem Gesicht. Ich weiß es nicht, so als hätte man eben sich so angesprüht. Ich benutze es jetzt den ganzen, ja, April würde ich schon fast sagen, fast den ganzen April, ja. Ich würde auch sagen, dass da immer viel drinne ist. Naja, okay. So viel ist da noch drin, also halb voll. Ja, genau. Und ich feiere das. Und ich würde tatsächlich das Produkt an sich auch gerne nochmal nachkaufen. Wie gesagt, nur nicht in der T-Zone, also auf dem Stirnbereich. Von den Seiten her super zum Empfehlen. Dann habe ich ein Fit Me loses Puder. Erst habe ich gedacht, ich mag das nicht. Also ich mag das tatsächlich nicht, wenn ich irgendwo hingehe und einen glowy Look haben möchte. Da ist man da völlig verkehrt. Das ist ein Puder, was ich euch empfehlen kann, was den ganzen Tag matt hält oder gewisse Partien einfach so austrocknet, dass es über den Tag über nicht arg ölig aussieht. Das ist das hier. Das ist in der Farbe 05. Fit Me loses Puder. Ich habe keine Ahnung, gut, ob In das der auch in der. Drogerie im DM oder im Müller gibt, keine Ahnung. So sieht es aus. Und ich kann euch das empfehlen, weil es wirklich sehr, sehr matt ist. Da sind 20 Gramm drinne und ich benutze es tatsächlich mit einem Pinsel. Ich mag generell keine Pudergeschichten mit dem Schwamm auftragen. Ich finde, bei mir sieht das so bröckelig aus. Es fängt dann an zu bröckeln und sieht einfach nicht so schön aus. Wenn ich den ganzen Tag irgendwie unterwegs bin oder irgendwas mache, ja, wo ich keine Zeit, ich pudere mich generell ja nicht tagsüber ab. Außer ich mache jetzt ein Video oder sowas, da tupfe ich schon mal ab und an mal über meine Stirn, wenn ich das möchte. Aber ansonsten bin ich so, wie ich halt eben morgens geschminkt bin, so gehe ich auch abends mich abschminken. Ja, da habe ich keinen Bock, ewig noch rumzublotten. Und da habe ich dieses Puder echt geliebt. Also für den ganzen Tag war es wirklich schön matt. Und gerade bei diesen warmen Frühlingstemperaturen an die 20, 25 Grad. Total beknackt, aber war so. Und ein Puder, was ich fürs ganze Gesicht super gerne benutze, das habe ich heute auch drauf. Einfach mal einen fluffigen Pinsel drüber. Das sitzt schön, das sieht schön aus. Es kriecht nicht unbedingt in alle Falten. Es macht so ein. Das macht nicht zu matt. Wisst ihr, was ich meine? Das macht nicht matt, matt, matt. Sondern macht wirklich sehr, sehr schön. Das ist nicht zu kreidig. Nicht so kreidig, genau, nicht so kreidig. Dann etwas, was mich überrascht hat, oder wir bleiben beim Puder. Überrascht hat war dieses Teil hier. Das ist von auch 183 Tagen, denn ich finde, das ist genau dasselbe wie das hier. Ich würde mir tatsächlich das trotzdem, das Too Faced holen, weil ich das, die Verpackung nicht mag, ja. Also ich finde, ja, ich mag es einfach nicht. Das hat auch so einen Silikonanteil drin und es verstopft. Also wenn man das sich hier so an die Poren hier gibt, dann macht das tatsächlich die Poren so ein bisschen zu und macht trotzdem nicht so ein mattes, mattes Finish.
Also nicht so wie das Fit Me Lose Puder. Da seid ihr todesmatt und ihr werdet So, nicht dann mehr habe ich wach. noch ein Wet n Wild Highlighter. Nicht unbedingt die Farbe hat mich gecatcht, sondern das Finish, muss ich ehrlich sagen. So sieht es aus. Hier ist die Farbbezeichnung. Und das Finish ist unglaublich, unglaublich, unglaublich seidig. Die Farbe ist auch in Ordnung. Das ist eher so ein Kupfer-Rosé-Gold. Aber ehrlich gesagt hat mich dieses Finish, wenn ich das nämlich aufgetragen habe mit auch einem etwas größeren Pinsel. Heute trage ich mal was anderes, glaube ich. Bin mir nicht mal so sicher. Ah ja, genau. Doch, ich trage den auch, glaube ich. Ich bin mir nicht mal so sicher, habe ich vorher geschminkt, aber. Nee, ich trage was anderes. Ich trage gerade was anderes. Ihr seht, es hat so einen Kupfer und es verschmilzt mit allen Puderprodukten. Und das sieht überhaupt nicht aufgesetzt aus, sondern man kann das so schön in die Haut einblenden. Ich finde das Finish unglaublich. Ich werde mir definitiv noch weitere Highlighter. Schaut mal. Von Wet n Wild anschauen. Dieser Mega Glow Highlighting Powder. Unglaublich schön auf der Haut. Wirklich ein Träumchen. Also die Farbe ist nicht ganz so unbedingt was für ganz, ganz helle Hauttypen. Aber dieses Finish hat mich einfach gecatcht. Dieses Finish war unglaublich schön. Unglaublich. Dann habe ich paar Lippenkombis, weil das fliegt gleich sonst runter. Ja, genau. Eins ist schon weg. Leer gemacht. Diesen Monat habe ich tatsächlich hier von Bobbi Brown die Farbe Nude Lipgloss. Dieselbe Farbe, man, ja, ich krieg da nichts mehr raus. Dieselbe Farbe trage ich gerade, oder einer derselben Farben, sage ich mal, ist hier von Love in der Farbe 190. Und von Bobbi Brown war es die Nude. Habe ich leer gemacht, habe ich super gerne tagsüber einfach drauf geschmiert. Finde ich super schön, wenn einfach die Lippen glossy sind. Denn ich trage die meiste Zeit eh meinen Lebenszopf. Von daher stört mich das dann nicht so. Ja, ich feiere Gloss. Ich liebe es. Ich mag nur nicht trinken, essen, ne, mit Gloss. Aber wenn es dann weg ist, also wenn ich was trinke oder esse, dann mache ich mein Gloss immer weg. Weil ich finde das super eklig, wenn das Gloss plötzlich da hängt, weil man mit seinem Weckle da dran gekommen ist und alles verschmiert. Ja. Aber zurzeit super gerne Gloss getragen und vor allen Dingen so Nude-Töne haben mich angesprochen mit so einem leichten Brauntouch. Genauso gerne ich diesen Suede hier benutzt habe in der 04. Ich habe so ein bisschen Braun für mich entdeckt. Ich bleibe kein braunes oder graues braunes Mäuschen. Aber das hat irgendwie so einen Rosenholzeinschlag. Ich mag das ultra gerne. Ist aus der Suede-Reihe. Bleibt auf jeden Fall in meiner Sammlung. Habe ich diesen Monat auch gefeiert und mehrmals am Tag oder auch in der Woche aufgetragen. Deswegen ist es in meinen Favoriten gelandet. Und dann habe ich auch sehr gerne tagsüber, wenn es einfach hier stand, weil es steht dann einfach da, von Alverde, diesen Alverde Lip Cream in der Farbe 030 oder 30. Getragen. Es ist ein, ich würde sagen, ein Lippenstift mit einem Gloss oder Gloss, aber auf Wasserbasis. Also gar nicht so beppig jetzt wie der von Love, sondern eher noch so ein bisschen cremig. Aber gar kein Lip Cream, so matte Lip Cream Geschichte, sondern wirklich super schön Rosé, Rosenholz. Ich liebe diesen liebe Glossy von Alverde und der Duft ist auch sehr angenehm für mich. Riecht so ein bisschen rosig, sehr angenehm. Und ein Lipgloss, den ich auch gerne getragen habe, ist dieses wundervolle Eis in der Farbe 030. Tutti Frutti, irgendwie ist alles 30. Auch ähnlich. Ich mag das einfach. Immer so ein bisschen leicht Farbe. Das ist ein richtiger geiler knalliger, also nicht knallig, aber man hat was auf den Lippen, sieht super schön aus. Wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Genauso wie super gerne habe ich diesen Augenbrauen-Stylist benutzt in der Farbe 010, glaube ich, ist es. Ich mag es aber nicht. Genau, Medium Brown. Ich mag die Farbe nicht. Also so auf dem Handrücken geht's eigentlich, aber mit meinen Haaren sieht es irgendwie rotstichig aus. Ich finde allerdings das Produkt innen drinne, also was es dann macht und dass es den ganzen Tag hält an Ort und Stelle, das finde ich einfach mega.
Also es bleibt auch wirklich, auch nach dem Schlafen, wenn man ein Nickerchen macht oder sowas, es bleibt einfach da, wo es ist. Wenn ich das nicht benutze, dann fliegen meine Augenbrauen in der Gegend rum, aber ansonsten bleiben sie, wo sie sind. Und es macht so einen leichten Hauch von Farbe und das gefällt mir sehr gut. Und mein Glow ist der absolute Wahnsinn. Dann habe ich noch drei weitere Lippengruppen, vier. Und auch gerne benutzt habe ich diesen Max. Ich weiß es nicht, ob ich es euch schon gezeigt habe, wegen meinem Schminkkörbchen bin ich immer so unsicher. Diese Farbe, ihr seht, ich bin immer in diesem selben Rosenholzton Farbspektrum drin, ja. Ich mag das sehr gerne. Auch diesen hier, den weiß ich nicht, ob es den noch gibt, diesen Butterstick von Essence habe ich sehr, sehr gerne benutzt. Bin ich gerade einfach in meiner Handtasche am Rumtragen. Das ist so Nude-Ton, geht immer schon. Und auch gerne diesen hier einfach drauf. Also wenn man gar nichts drauf hat, Honsatsache, die Lippen sind so ein bisschen glowy. Das gefällt mir einfach in letzter Zeit sehr, sehr gut. Einfach Lipgloss drauf. Und dann sieht die Welt schon ganz anders da aus. Und auch welcher wirklich lange hält, ist die 010 von Trended Up Everlasting Lipstick. Ich habe keine Ahnung, ob es den noch in der Drogerie gibt, in der 010. Ist auch ein Rosenholz, aber ist so ein lilaner Einschlag. Und wenn ich den drauf habe, kann ich auch essen und trinken und er bleibt auch trotzdem eine Weile drauf. Obwohl er irgendwie sich so cremig verhält, trocknet er irgendwie so ein bisschen an. Und er hält wirklich etwas länger als ein normaler, hochpigmentierender, Lippenstift. Ja, ist so ein roséfarbener, aber eher so in die Mauve-Richtung. Und dann haben wir einen Augenbrauenstift, den Eye Brow Pencil, den feiere ich einfach nach wie vor. Man kann einfach super schön seine Augenbrauen damit nachmalen. Ich benutze den jetzt schon die zweite Woche, genau, die zweite Woche jetzt. Und es sieht einfach gut aus. Also ich komme einfach mit dem Stift gut klar. Ja, es ist Daytwist, echt, nee, Don't Leave Me Brown in der 014, 40 Eyebrow Stylist von Catrice. Ich liebe den und ich finde ihn auch nicht zu hart, wenn man ihn wenn man jetzt seine Foundation gemacht hat und sich noch nicht abgepudert hat. Probiert das mal aus. Dann ist das Gesicht so ein bisschen noch wie eingecremt. Wisst ihr, was ich meine? Dann gleitet er so ein bisschen drüber und dann abpudert. Ganz, ganz toll. Und dann haben wir noch zwei Mascaras. Drei Mascaras, genau. Ein Flop für mich, weil es irgendwie mit meinen Wimpern nicht so harmoniert. Ich habe keine Ahnung, ich werde die ja jetzt wegschmeißen. Mag ich überhaupt gerade nicht. Ich glaube, das liegt an diesen Bürstchen. Das ist so, denn in der Mitte habe ich dann so ganz lange und außen habe ich ganz kurze. Also es macht ganz, ganz unebenmäßiges Ergebnis, gefällt mir gar nicht. Dann habe ich, wie gesagt, diese Glam and Doll Boost Lash Groove Mascara entdeckt für mich. Es hat ein mega kleines Bürstchen und man kommt wirklich an die unteren Partien dran und richtig bis zum Wimpernkranz. Ne? Also wirklich zum Empfehlen. Probiert es aus, wenn es euch gefällt, so Gummibürstchen. Ich mag es persönlich ja gar nicht, aber die hat mich einfach vom Ergebnis überrascht. Mit zwei Schichten perfekt für mich. Und mein All-Time-Favorit aus der Drogerie ist einfach die grüne Lash Princess Mascara. Ich liebe das Bürstchen. Schaut mal, ich liebe dieses kegelförmige Bürstchen. Das ist ein stinknormales Bürstchen, was ich schon vor 20 Jahren benutzt habe bei meiner Mutti. Und ich liebe es. Okay, die letzten Sachen hier noch. Aktuell benutze ich den Camouflage Concealer von Essence. Der neigt sich aber auch dem Ende. Der sieht so aus, hat so ein Bürstchen. Ich muss sagen, das Finish, was es auf der Haut hinterlässt, gefällt mir richtig gut. Ist die 020, ist schon voll abgegrast hier. Zurzeit, ja, brauche ich sehr viele Concealer auf, sind aber auch nur 5 Milliliter drin. Ich finde, das ist ein bisschen eine Mogelpackung hier. Denn da ist gar nicht so viel drin, wie es aussieht. Und er macht ein schönes Bild. Also mir gefällt es wirklich. Ich würde sagen, bei mir ist es noch grenzwertig, dass er die Falten so betont. Ich würde es absolut nicht raten ab 35. Es könnte zu austrocknend sein. Also es könnte zu, ja. Oder eine gute Augenpflege drunter. Aber ansonsten ist es ja irgendwie, nee. Nicht zum Empfehlen ab 35 oder ab 30, irgendwie sowas. Aber das Finish für zum Aufhellen, das macht es toll.
Also es hinterlässt so ein richtig schönes, ja, wie soll ich sagen, so wow-Effekt irgendwie. Aber nicht eben für, ja, jetzt seht ihr, der Lippenstift trocknet dann an und wird so ein bisschen sticky und hält dann auch eine Weile. Also wirklich, das ist toller Lippenstift, gefällt mir super, super gut für den Alltag. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, dann habe ich zurzeit gerne in Verwendung dieses Teil hier. Das ist von Essence. Das ist, habe ich jetzt ungefähr 5 Mal schon benutzt. Sieht super schick aus. Also hätte ich das ein bisschen früher gefunden, würde ich es euch empfehlen. So ein Konturierungsstick. Ich finde tatsächlich, dass das sich gut auftragen lässt und auch gut verblenden. Sogar besser als die NYX Konturierungspalette. Es sieht einfach schön aus. Seht ihr das? Ich konturiere super gerne mit dem hier. Die Highlighter-Seite habe ich gar nicht benutzt. Mag ich auch sowas nicht. Dann haben wir Paletten. Okay, kommen wir zu den Paletten. Ich habe von Catrice, ich habe mir ein paar jetzt rausgepickt, die einfach rausgestochen sind. Von Catrice 2. Zum einen diese Nude Edition hier. Das ist die Addicted to Chocolates Eyeshadow-Palette. Ich muss sagen, das ist eine der besten Paletten, die Catrice je rausgebracht hat. Ja, für 11 Euro absolute Empfehlung. Wer die noch bekommen kann, schaut euch die einfach an. Man kann super schöne Alltagslooks schminken. Wirklich schöne. Man kann aber auch ein Abend-Make-up machen. Ja, man kann einfach ein braunes Smoky Eyes und man ist ready to go. Dann habe ich noch eine, die Spice. Die hat mich auch überrascht, muss ich sagen, weil ich einfach diese Rottöne mag. Ja, diese Orange-Rot. Diese schimmernden Töne. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich die Berry irgendwann abgeben werde, weil einfach 2 von den Catrice reichen. Aber zurzeit ist es halt einfach diese, die mich einfach gecatcht hat. A, das Packaging und B, der Inhalt. Überrascht hat mich aber auch allerdings diese Palette hier von J. Katz. Katz. Ja, Katz. Katz, keine Ahnung. So sieht die Farbe aus. Und mein Lieblingston aus dieser Palette ist dieser hier. Der sieht so unscheinbar aus. Der hier. Schaut mal, der ist so, so geil. Der sieht so, so gut aus. Ich kann euch den nicht beschreiben. Da ist irgendwie alles drin. Also ich sehe da vieles. Viele sehe ich in dieser Palette. Absolute Empfehlung. Ein kurzer, knackiger, bunter Look mit so einer kleinen Palette. Super. Da sind die Farben super pigmentiert. Man muss vielleicht ein bisschen arbeiten, aber trotzdem richtig schön. Also dieser Look, den ich eigentlich nur gemacht habe, um euch zu zeigen, was ich nicht mache, ja, und wie ich mein Make-up nicht aufbaue, hat mit dieser Palette aber bestens geklappt. Ich war absolut begeistert. Und eine Palette, die du mich auch überrascht hat, war einfach diese Color Festival Alleine Eyecatcher. Und schaut mal. Geile, geile Alltagspalette mit ein bisschen Farbkleckser. Also man kann einfach diese Töne und diese Brauntöne, ne? Man kann aber super Schimmer und einfach tolle bunte Looks kreieren. Wirklich eine Festival, tolle bunte Palette, wenn man Bock hat, einfach mal was auszutesten. Wirklich, auch die Pigmentierung finde ich nicht verkehrt. Man muss nicht alles bam und man kann es dann nicht blenden, sondern man kann es einfach auch ein bisschen aufbauen. Und wenn man synthetische Pinsel benutzt, dann hat man weniger Pigmentierung. Wenn man echte Pinsel benutzt, dann haut es halt mal in die Kacke. Puh. Ah, ich habe noch was vergessen. Genau, noch eine Kleinigkeit. Die Glam Reflection Palette hatte ich diesen Monat, ich glaube, mehr als 10 Tage benutzt. Ja. Das ist so eine Palette. Sieht wunderschön aus. Hat mir super gut gefallen. Habe ich mich heute damit geschminkt. Ich habe der Jennifer einen Look kreiert. Oder den Look kreiert hier, damit sie die Palette auch mal benutzt. Liebes, benutzt sie mal. Die ist zu schatt, um im Schrank zu versauern. Tolle Alltagspalette, toll, toll, toll. Also wenn ich euch eine empfehlen kann für den Alltag, wäre es die hier. Von diesen ganzen Glam Reflection Geschichten. Die finde ich wunderschön. Man kann einfach einen schönen Abend-Make-up-Look in Brauntönen schminken. Man kann einen, ja, ein Alltags- oder man geht so feiern oder weiß was ich Look schminken. Leider ist mein Pen gerade heute kaputt gegangen. Warum auch immer. Ich habe den jetzt mal da reingepresst. Und ich hoffe, der bleibt da drinne. Tolle Pigmentierung, wirklich. Hatte ich euch im Schminkkorb schon gezeigt. Die Schimmernden sind ein bisschen bröckelig. Dafür schaut euch mal die Pigmentierung an, ja? Da, das Weiß knallt. Das Weiß knallt absolut.
Dann habe ich noch etwas. Und zwar bin ich mir nicht sicher, ob der Stift hier rausgegangen ist. Heute mein Eyeliner ganz zart gezogen, einfach nur eine Wimpernverdichtung gemacht damit. Ich weiß es nicht, seht ihr das? Ich glaube, ich mag diesen Lipgloss nicht. Da bildet so Fetzen. Ich habe Tollwut. Ich habe keine Ahnung, ich habe immer Tollwut. So sieht der Stift aus, hat so eine komische Spitze und der malt immer noch schwarz, aber nimmer so gut, ne? Also ich werde den jetzt noch aufbrauchen und werde dann bei Catrice oder Essence nochmal gucken, ob es sowas in der Art für mich nochmal gibt. Der hält wirklich den ganzen Tag, der hält auch über 24 Stunden, das hatte ich schon live getestet. Also absolute Empfehlung, wer natürlich jeden Tag Eyeliner malt, ich denke, dass das, ja, schnell leer geht. Und vor allen Dingen mit Lidschatten ist immer so eine Geschichte. Das sind Stifte eigentlich, die man malt auf nackter Haut, damit einfach, ja, gleitet halt einfach besser, ne? Ja, so, das waren meine Favoriten, meine Tops und Flops. Diesen Monat April, heute ist der 26. irgendwie sowas um den Dreh. Sonst komme ich ja nicht dazu, um zu filmen. Hallo, mein Schatz. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Und ihr konntet so ein bisschen Einblick haben, was ich den letzten Monat benutzt habe oder den Monat, wo ich jetzt gerade ein Video mache. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Schreibt mal euer Top-Produkt hin und euer Flop-Produkt. Was hat euch gecatcht diesen Monat und was sagt ihr, nee, hätte ich bloß gelassen. So, ich wünsche euch was. Ciao!